glaube ich. Liebe Radlerfreunde aus Heidenheim und Heidenheim, ich darf euch recht herzlich zu unserer 6. Radeltour Heidenheim hoch 2 begrüßen. Mein besonderer Gruß geht unseren Freunden aus Heidenheim an der Brenz, dieser Spitze meines Freundes Sieger. Wir sind ja über Jahre schon immer in Kontakt, dass wir die einzelnen Touren besprechen. Die ganze Strecke hat ungefähr hin und zurück und um den See rum 55 Kilometer. Von mir auch herzlich willkommen. Wie üblich haben wir uns wieder Schlagen in die Menge von den Leuten. Aber unsere Entschuldigung ist, wir haben, dass wir so einen kleinen Bus dabei haben. Also das ist der Überleiter, der das Wasser vom Alpensee zum Brombachsee überleitet. Und die Fließrichtung ist welches? Ist das so ruhig? Die Fließrichtung ist jetzt vom Alpensee hin zum Brombachsee. Zum Brombachsee. Aber es ist kaum Fließgeschwindigkeit da. Und im Scheitelpunkt geht er durch einen kurzen Tunnel, so mit einem Kilometer oder eineinhalb. Und dann in den Brombachsee rein. Wenn einer rüber will, muss er erst auf dem Hochseilgarten auf, kostet 18 Euro, ist also einzeln kann man es nicht machen. Und er muss ein bisschen schwergewichtig sein, weil wenn er ein Leichtgewicht, es kann passieren, dass er mitten vom See stehen bleibt, weil der Schwung fehlt, dass er rüberkommt. Aber hier oben sind die, da ist ja eine Person jetzt droben, die sich gerade einklickt. Ja, es ist auf alle Fälle angenehmer, hier zu stehen und hochzugucken. Aber das ist das Seil vorbei. Ursprünglich kam das auf
während der Gartenschau. Da war Heidenheim am Hahnenkamm auf der Gartenschau. Mit einem Standvertreter. Und dann hat sich da über die Stadt mit dem Heiniger, ich denke, der Heiniger war damals der zündende Punkt. Mit unserem Bürgermeister auch, ne? Ja, und der Bürgermeister Ziegler von Heidenheim ist diese Idee geboren, ein Radtour machen. Nachdem die uns auf der Gartenschau besucht haben, suchen wir die in Heidenheim am Hahnenkamm. Ja, und das kommt dann auch zustande. Es waren 85 Radler, 85 Kilometer. Und dann haben wir von der Stadt Heidenheim jeder ein Trikot gekriegt vom Gartenschau, das Grüne. Und da sind wir alle gleich gekleidet nach Heidenheim reingefahren. Und da war ein Dorffest gerade, oder? Ja, das war das Klosterhoffest. Klosterhoffest. Und dann haben wir da schön gefestet und sind abends mit dem Bus wieder heimgefahren. Und im Gegenzug war unsere Gruppe aus Heidenheim am Hahnenkamm. Wir sind zur Gartenschau gefahren, sind von etlichen Heidenheimer oder Prenzler, wenn wir so sagen, unterstützt worden, die uns dann von Heidenheim bis Heidenheim in der Prenz begleitet haben und waren dann auch mit den Trikots, die damals die Stadt Heidenheim gespendet hat, auch runtergefahren und sind am Abend mit einem großen Bus, mit Radanhänger, auch mit 50 Heidenheimern am Hahnenkamm zur Gartenschau gefahren. Und dann in Heidenheim an der Gartenschau haben wir uns da präsentiert mit fränkischen Stritzeln, die Frauen gebacken haben, und fränkische Bratwurst, die feilgeboten worden sind. Und seitdem haben der Sieger und ich halten uns die Beziehung aufrecht und versuchen jedes Jahr eine Tour zu machen. Einmal in Heidenheim, ob im Raum Heidenheim an der Prenz, und einmal bei uns im Hahnenkamm. Ein Startschuss erfolgt an der Stadt. 4, 3, 2 und ab geht's. Leider hat sich denn, wenn wir das neue runterkommen, können wir das auch. Badehose hast du so im dabei? Habe ich, aber die ist jetzt nass, die hockt da drinnen. Aber nochmal ziehe ich mir jetzt nicht aus, damit das du deinen Film machen kannst. Genau, gewollt. Die Bohrköpfe, mit denen haben sie damals da durchgebohrt. Und da sind die 18, wie hat er gesagt, 18 Millionen Kubikmeter Wasser durchgebrochen. Und haben die den Brombachsee deswegen gebaut, damit das Wasser damit wegkommt? Damit das alte Hochwasser ableitet zum Brombachsee und über den und die Rettschaft. Und die Rettschaft geht ja in Nürnberger Raum, das ist ein Sandboden. Und die haben so verdammt wenig Wasser. Das verzichtet alles weg und Sand. Und da leiten sie das Wasser im Nürnberger Raum, wo so viel Sandboden ist, und tun dann zusätzlich aus dem Rotsee raus den Rhein-Main-Donau-Kanal speichern, der ja bei der Schleuse Eggers Mint seinen Scheitelpunkt hat. Und da wird der auch mit Wasser noch versorgt. Der Brombachsee, der musste ja dann irgendwann mal aufgestaut werden. Ja. Und war da keine Dörfer in der Gegend? Nee, Dorf war keins, aber eben 8 oder 9 Mühlen. Nein, Mühlen und Sägewerke, die waren das ganze Tal runter. So wie die eine, die unterhalb von dem ganz hohen Damm, wo wir rüberfahren, da ist die Mandelsmühle unten. Und so ging das Tal mit Fischweiher und Baggerseen und Sandgruben, so ging das Tal bis hier rauf.
bedanken möchte ich mich vor allem bei unserem jüngsten Teilnehmer, beim Robin. Der hat jetzt uns hierher geführt. Es war ganz hervorragend, was du da auf Beine gestellt hast. Naja. Und ich hoffe, wir machen nächstes Jahr wieder sowas. Schönes.